In diesem Video zeige ich dir, wie du sogenannte Low-Content-Bücher oder überhaupt Bücher auf Amazon erstellst und dann verkaufst. Du möchtest auch mit Büchern passives Einkommen generieren? Dann schau dir das Video bis zum Ende an, denn ich habe dir in kurzen Tutorials vorbereitet, wie genau das geht. Was sind denn eigentlich Low-Content-Bücher und warum heißen die so? Auf Amazon kannst du sozusagen Tagebücher, Ausmalbücher oder Rätselbücher erstellen, die heißen dann Low Content, also weniger Inhalt. Du kannst aber auch Sachbücher erstellen oder illustrierte Bücher mit tollen Beiträgen, die du gesammelt hast und die du jetzt in der Schublade hast und sagst, ich möchte unbedingt jetzt mein eigenes Fachbuch publizieren. Auch das kannst du natürlich auch mit der Hilfe von Canva und dann KDP Amazon, wie ich es dir hier in diesem Video zeige. Nutze einfach dieses Video, um genau die gleichen Schritte zu machen, wie ich sie mache. Und wenn du mehr wissen willst, ich habe dir einen ganzen Kurs aufgenommen mit über 14 Tutorials hier unter dem Video. Also viel Spaß damit. Also kommen wir nochmal dazu. Möchtest du ein Sach- oder Fachbuch erstellen? Möchtest du deine ganze Geschichte erzählen oder einen Roman schreiben? Dann ist das natürlich ein umfangreicheres Werk, was du jetzt vielleicht an dieser Stelle schon fertig hast und sagst, okay, ja, ich brauche nur jemanden, der mir hilft, das einzustellen. Dann schau dir das Tutorial über KDP am Schluss dieses Videos an. Wenn du sagst, ich möchte sozusagen solche Low-Content-Bücher machen, so eine Art Arbeitsbuch, Bullet Journal, ne? Dies hier ist mein Bullet Journal für Online-Business. Darin kannst du reinschreiben, ja, wie gerade deine Woche läuft. Du hast einfach so eine Art Kalenderfunktion. Du kannst Freundebücher erstellen, zum Beispiel hier das große Hobbyhorse-Freundebuch habe ich erstellt für meine Tochter und ihre Freunde mit dem Hobbyhorsing. Hier kann man eintragen, das bin ich und das ist mein Steckenpferd. Also solche Sachen kannst du machen. Und natürlich Ausmalbücher en masse mit Leuchttürmen habe ich hier gestaltet. Läuft total super. Oder hier mit kleinen Hunden, weil wir zum Beispiel einen Hund zu Hause haben, habe ich hier mit der KI ganz viele tolle Bilder mit Maltipoo-Hunden erstellt. Und die Bilder habe nicht ich gemalt, sondern die Midjourney, eine KI, die ich dir auch in diesem Video zeigen möchte. Gestaltet habe ich das Ganze in Canva. Das heißt, dieser Hintergrund stammt zum Beispiel aus Canva Pro, ist ein Aquarellhintergrund. Die Hunde aus Midjourney, diese Elemente, die Schrift und dieses Zeichen hier hinter diesem Kreis aus Canva. Das ist ein Design-Tool im Internet, das gibt es auch schon kostenlos. Midjourney kostet 10 Euro im Monat oder 10 Dollar im Monat. Und dann habe ich das Ganze designt mit den Bildern, die ich in der Midjourney erstellt habe. Dafür brauche ich ein paar Stunden. Inzwischen brauche ich für so ein Buch circa 5,5 Stunden und dann ist es fertig, hochgeladen auf Amazon. Was verdient man mit so einem Buch? Natürlich abhängig von dir. Wenn du es nur einstellst und niemand es findet und es vielleicht auch grottig aussieht, wird es niemand kaufen. Wenn du es aber deiner Community erzählst, hey, was für coole Bücher habe ich denn hier gemacht? Oder wenn du TikTok-Videos machst und sagst, das Buddha-Buch ist da und hier kannst du ganz, ganz tolle Buddhas ausmalen, dann wirst du schon auf jeden Fall Traffic auf das Buch bekommen. Du brauchst Rezensionen auf Amazon, um sie zu verkaufen. Und dann, sobald mehrere Menschen dieses Buch gekauft haben und auch als positiv bewertet haben, geht es eigentlich erst los. Dann kannst du anfangen, Werbung zu schalten, ja, es weiter zu publizieren, eventuell auch mal auf deinen Messestand mitzunehmen, wenn du einen hast. Und natürlich alle Freunde damit zu bestücken und sagen, schenk es doch bitte weiter an Leute, die das interessiert. So, und je mehr Rezensionen du hast, umso besser verkauft sich so ein Buch. Und dann kannst du schon mal mehrere 100 € im Monat mit so einem Buch machen, wenn es gut läuft. Okay? Immer das die Grundprämisse. Einstellen von solchen Büchern kostenlos. Das Erstellen mit Midjourney kostet, wie gesagt, 10 Dollar einmalig. Damit kannst du schon, mit diesen 10 Dollar kannst du schon zwei Bücher, sage ich mal, erstellen. So mache ich das im Moment. Mit 10 Dollar komme ich ungefähr auf zwei Bücher im Monat und dann laufen mir immer die Credits aus. Für dein Buch brauchst du auf jeden Fall einmal einen Cover-Umschlag. Das ist nicht nur eine A4-Seite mit einem Titel, sondern das ist ein ganzer Umschlag, Rückseite, Vorderseite und natürlich so eine Art Mittelsteg.
Und das Ganze habe ich hier gestaltet in Canva. Die Bilder habe ich gestaltet mit Midjourney, zeige ich dir auch gleich. Und das ist mein Umschlag für mein Blumenausmalbuch für Erwachsene. So, das ist das Bild, was ich hier benutzt habe von Midjourney. Also einmal auf der rechten Seite, dann habe ich es gespiegelt auf die andere Seite oder du ziehst da eine hellblaue Fläche rein oder wie auch immer. Dann haben wir natürlich Beispielbilder für das Ausmalbuch auf der linken Seite. Also deine Art Klappentext. Und du hast einen kleinen Beschrieb, das reicht hier auf der Rückseite mit zwei, drei Sätzen. Wenn du eine Art Sachbuch schreibst, kannst du hier natürlich, was passiert in diesem Buch und weitere, ja, warum man, Gründe, warum man dieses Buch kaufen soll. Ne? Das packst du dahin, wenn du jetzt eine Art Sachbuch hast. Dies ist das Format 8,5 mal 11. Ich habe aber hier auch Beschnitt hinzugegeben und mehr erfährst du natürlich in meinem Kurs. Was du auch noch brauchst, ist hier eine, sind die Innenseiten. Hier fängt es an mit so einer Innenseite. Da habe ich nochmal den Titel kopiert. Dann kommt ein Impressum, wer das gestaltet hat und so weiter. Und dann kommen ganz viele Seiten mit Blumen zum Ausmalen. Das ist das Ausmalbuch für Blumen. Und da habe ich 50 Bilder reingepackt, alle erstellt mit Midjourney. Und das zeige ich dir gleich. Und dann ist das ganze Dokument ungefähr, also 104 Seiten sind das normalerweise. Und dann habe ich noch so ein kleines Icon gemacht, Time to Bloom hinten rein. Und ich habe noch einen kleinen Lebenslauf über mich mit ein paar QR-Codes, damit man weiß, wo man mich findet. So, das sind die Innenseiten. Das brauche ich als PDF für den Upload ins KDP Amazon. Das ist das Tool von Amazon, wo du die Bücher hochlädst und wo du dann von dort aus wird es automatisch gedruckt und du hast nichts mehr damit zu tun. Kannst die Innenseiten jederzeit verändern. Das Einzige, was du nicht mehr ändern kannst, ist den Titel und die Unterzeile. So, Cover und Innenseiten, 107 Seiten, tolles Buch auf Amazon, jetzt erhältlich. Was brauchen wir noch für ein Ausmalbuch? Natürlich diese Bilder. Und du kannst natürlich hier auch im Canva direkt arbeiten, Designe erstellen, Rätselbücher. Auch dafür gibt es immer hier unter den Elementen jede Menge Vorlagen. Mehr erkläre ich dir in meinem Kurs. Das soll jetzt einfach ein kurzer Anreiz sein. So, hier siehst du in meinem Midjourney auf Discord. Midjourney ist ein Tool, was du auf Discord laufen hast. Das ist ein so eine Art Gaming-Tool. Die genaue Anleitung habe ich schon mal veröffentlicht hier in zwei Blogs hier auf diesem YouTube-Kanal. Kannst du dir angucken, wie du Discord einrichtest, wie du Midjourney einrichtest. Und wenn du es dann geschafft hast, geht eigentlich auch ganz einfach, dann kannst du dem Bot immer wieder was fragen. Hier gibst du dann deine Befehle ein, also immer diese Prompts, also immer slash imagine und dann Coloring Book, bla bla bla, mit zum Beispiel ein Zweig mit Frangipani Flowers. Die gibt es in Australien, total schön, so eine weißen, super duften oder auch in Pink, ne? Und mit Schmetterlingen. So, das wollen wir alles haben und dann kommt sowas bei raus. Also das kannst du dir mal übernehmen. Coloring Book, Simple Lines, Line Drawing, bla bla bla. So, und da mache ich dann verschiedene Varianten oder suche mir dann aus der Variante das hier, mache ich dann, drücke ich auf nochmal eine Variante davon. Das wäre dann Variante 4, dieses Bild, Variante 3 und 1 und so weiter. Und ich kann dann auch einzelne irgendwie größer skalieren und so weiter. Es macht eigentlich richtig Spaß. Und das mache ich dann auf dem Sofa mit einer Tasse Tee dabei oder mit einem Kaffee. Und mache einfach eine Stunde lang nur Bilder. Dann mache ich das Coverbild, wie ich dir eben gezeigt habe, ein ausgemaltes Bild. Und dann nehme ich alle Bilder und gestalte dann das Buch im Canva. Gefallen dir meine Videos, dann abonniere doch diesen Kanal. Ich freue mich riesig über einen Kommentar von dir. Alles Liebe, deine Dotima. Kommen wir dann in das Programm von Kindle Direct Publishing, also amazon.de, kdp.amazon.com/de, also wenn du auf Deutsch arbeiten willst, erstellen, verwalten und veröffentlichen deiner Bücher.
Hier sind wertvolle Werkzeuge und Ressourcen, denn du brauchst immer so eine Art, ja, wie groß ist das Buch, wie viele Seiten hat das Buch, und das findest du hier bei den Werkzeugen und Ressourcen. Da findest du deine Coverberechnung, zum Beispiel, wie groß ist das Cover. Ich zeige dir jetzt ganz kurz, wie ich das einstelle. Und hier gehe ich einfach in mein Buch rein und sage nochmal, ich möchte hier was bearbeiten. Also du kannst die Sprache auswählen, Deutsch, Englisch, Französisch, was auch immer du machen möchtest. Dann gibt es einen Buchtitel, Blumenausmalbuch für Erwachsene, auch das ist schon mal Keyword optimiert. Und du kannst hier nochmal eine Unterzeile, zum Beispiel für Ruhe, Entspannung, Kreativität, auch wieder Keywörter. Ne? Und Blumen werden auf jeden Fall gut gesucht. So. Dann habe ich meinen Autor eingegeben, also mich. Du kannst auch noch Mitwirkende, hat dein Mann mitgearbeitet, dann kommt der hier mit rein oder ein Illustrator. Und dann kannst du eine Beschreibung machen, was hier in diesem Buch passiert. So, da kannst du dir angucken, was machen andere. Was mache ich und so weiter, und kannst dann so einen ähnlichen Text nehmen. Dann Veröffentlichung. Ich bin Inhaber des Urheberrechts. Anklicken. Du hast hier keine expliziten Bilder oder Titel drin. Hoffentlich nicht. Ansonsten musst du hier 18 plus auf jeden Fall sein, oder das ist dann eine bestimmte Kategorie. Und du hast einen primären Shop, den du auswählst, also nicht com, sondern de zum Beispiel, wenn es die deutsche Variante ist. Und dann kannst du hier Kategorien suchen. In deinem Fall würdest du nochmal neu anfangen. Es gibt die Kategorie unter Freizeit, Haus und Garten, Hobbys und Handwerk, Malbücher für Erwachsene zum Beispiel. Und dann habe ich weitere hier Garten, Bildbände, Zierpflanzen, so für jemanden, der gerne Blumen mag, irgendwie da nochmal dazu gepackt. Könnte jetzt auch in Richtung Kunst gehen und sagen, Buntstiftzeichnung, Bleistiftzeichnung oder so. Dann hat man Stichwörter. Ausmalbuch für Erwachsene, so. Und was ist drin? Blumen, Rosen, tropische Blumen, bla bla bla. So. Speichern und fortfahren. So, und jetzt brauchst du halt entweder eine ISBN-Nummer oder du nimmst eine kostenlose von KDP. Ein Low-Content-Buch, ein explizites Low-Content-Buch braucht eigentlich keine ISBN-Nummer, aber hier kannst du natürlich gucken, was passt bei dir. Möchtest du da jetzt kein Invest haben oder möchtest du eine eigene ISBN verwenden, dann kannst du später auch sagen, dieses Buch ist total gut gelaufen. Ich bringe das in meinen Buchhandel um die Ecke und sage, bitte hab doch mal was vorrätig, das ist total klasse. Da lassen die auch gern mit sich reden, aber dafür musst du auf diese Buchliste auch geführt sein. Es sind alles Extrakosten. So. Auch eine ISBN-Nummer kostet. Bei mir gibt es ISBN-Nummern, weil ich möchte, dass das Ganze auch vielleicht von anderweitig erhältlich ist. Dann kannst du hier cremefarben, weiß oder Farbe auswählen. Ich würde immer versuchen, das Buch in Schwarz-Weiß zu machen, damit du mehr Tantiemen bekommst. Ein farbiges Buch ist relativ teuer. Und das siehst du dann auch bei meinem Hobbyhorse-Buch. Das musste unbedingt teurer sein, weil ich sonst überhaupt keinen Verdienst dran habe. Dann hast du hier die Größe. Alles im KDP ist auf Zoll ausgerichtet. Also hier kannst du eine andere Größe auswählen. Das kann ich jetzt nicht mehr. Ein 6 zu 9, ein 8,5 mal 11. Da gibt es auch eine Liste an Formaten in Amazon, und du kannst theoretisch jede Größe auswählen. Ist nur eine Frage nachher der Kosten für den Druck, weil die natürlich so von der Stange weg immer, jetzt kommen alle 6 zu 9 Bücher auf die Walze und dann wird das Ganze gedruckt. So. Hier haben wir jetzt Beschnitt. Wenn ich ein Bullet Journal mache, ein Tagebuch, dann habe ich wahrscheinlich keinen Beschnitt. Es sei denn, die Bilder gehen aus dem Bild raus. Du siehst schon, jetzt kommen die jetzt brauchst du Druckwissen. Also Ausmalbuch würde ich mit Beschnitt machen und glänzend. Und deswegen müssen auch deine Bilder dann bis zum Rand gehen. Oder eben sagst, nee, ich mache nur so kleine Mandalas und die haben alle Rand, dann brauchst du keinen Beschnitt. Okay? Hier kannst du dann das Manuskript hochladen, Innenseiten. Dazu habe ich ein CMYK druckfähige PDF-Datei aus Canva runtergeladen. Dafür brauche ich die Canva Pro-Datei. Kannst es auch versuchen mit einer Nicht-Pro-Datei in diesem RGB-Format. Dann kannst du erstmal ausprobieren, wie sowas geht. So, dann kostet es dich nichts.
Dann sage ich, mein Cover hochladen und mein Cover hat einen Barcode und die ISBN-Nummer. So. Und das Ganze nochmal hier, KI-generierter Inhalt, sage ich ja, weil die Bilder sind mit Midjourney erstellt, das packe ich da rein. Texte habe ich geschrieben, Übersetzung gab es hier in diesem Fall nicht. So, und dann siehst du meine Druckkosten für dieses Buch von 2,48 €. Das spielt auch eine Rolle am Verdienst. Die Druckkosten haben auf jeden Fall Auswirkungen auf deinen Verkaufspreis, denn du siehst hier, der Druck kostet 2,48 € und ich bekomme nun davon für Amazon 60% und ich bekomme 2 € für den Verkauf. Nicht viel, aber dafür kostet das Buch auch nur 7,99 € im Amazon-Shop. Und ich kann davon ausgehen, dass das dann irgendwie auch besser verkauft wird. Wenn ich 1 € mehr nehme, habe ich noch mehr Tantiemen. Auch das könnte ich machen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich wollte erst mal ausprobieren, wie es läuft. Und der gängige Preis im Moment sind so 7,99 € für ein Ausmalbuch. Nicht viel. Wenn du ein Sachbuch machst, nimmst du da auf jeden Fall mehr, 15 €, keine Ahnung was. Schau dich einfach um, was der Markt nimmt. Und wenn du ein Hardcover, eine gebundene Ausgabe dazu machst, dann kostet die natürlich auch auf jeden Fall mehr. So. Dann klickst du hier die Geschäftsbedingungen an. Du brauchst auch eine Steuer-ID-Nummer, um überhaupt ein Buch zu veröffentlichen. Sonst würde hier da gleich rot sein. Und dann sagst du wieder Taschenbuch veröffentlichen. Und hier habe ich jetzt in dem Fall nichts gemacht, aber ich gehe jetzt einfach auf Speichern. So, und dann dauert es 72 Stunden und dein Buch ist da. Wenn du hier irgendwas falsch gemacht hast, dann kommt eine E-Mail zurück von Amazon und es gibt auch so eine Vorschau, wie sieht das Buch aus und so weiter. Und da kannst du dann auch mal gucken, ob du alles richtig gemacht hast, ob der Beschnitt richtig ist, ob alle Bilder an dem richtigen Platz sind und so. Das ist dann diese Vorschau von dem Buch. Wie du deine eigenen Bücher noch schneller erstellst, wie du vielleicht sogar meine Canva-Vorlagen nutzen kannst, um Bullet Journals und Ausmalbücher im Handumdrehen zu erstellen, das zeige ich dir in meinem Kurs Low Content Studio, passives Einkommen mit Low Content Büchern. Hier drunter unter 100 € plus Mehrwertsteuer. Und ich freue mich sehr, wenn ich dir helfen kann. Hol dir auch die Canva-Vorlagen passend dazu, um noch mehr Zeit und Mühe zu sparen. Und dann los geht's mit dir ab. Als Amazon-Autor. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.